A wie Anis. Die süßlich schmeckenden Früchte der Anispflanze kennen viele von uns wahrscheinlich aus der Weihnachtsbäckerei und auch Glühwein oder zum Beispiel in Schnäpsen wie Uso. Aber darüber hinaus hat Anis als Heilpflanze auch viele positive Wirkungen auf den menschlichen Körper. Ursprünglich stammt Anis aus Asien, wächst aber auch in den südöstlichen Mittelmeerländern. Verwendet werden von der Anispflanze die Früchte, die wie kleine Samen aussehen. Anis wirkt schleimlösend, verdauungsfördernd, harntreibend und antibakteriell. Es gibt verschiedene Anwendungsmethoden, wie man Anis zu sich nehmen kann. Sehr beliebt ist zum Beispiel der Anis-Tee. Dieser kann hervorragend Unterstützung leisten bei Erkältungskrankheiten, aber auch bei Verdauungsbeschwerden, wie zum Beispiel Blähungen. Hier wird der Anis oft mit Kümmel und Fenchel kombiniert. Auch stillenden Müttern wird oft empfohlen, einen Anis-Tee zu sich zu nehmen, da so indirekt über die Muttermilch auch beim Baby gegen Blähungen vorgebeugt wird. Des Weiteren ist Anis-Tee auch für stillende Mütter geeignet, da er bei der Milchbildung unterstützt. Man vermutet, dass diese milchbildende Wirkung auf die östrogenen Eigenschaften des Anisöls zurückzuführen ist. Des Weiteren kann man Anisöl auch in eine Salbe einarbeiten. Mit dieser Salbe kann man Brusteinreibungen vornehmen, zum Beispiel bei hartnäckigen Husten, aber auch Einreibungen in der Bauchgegend, um gegen Blähungen und Magen-Darm-Krämpfe vorzugehen. Des Weiteren kann man Anisöl auch in heißes Wasser geben und dieses inhalieren. Die schleimlösende Wirkung auf die Bronchien bringt dabei eine große Linderung bei Erkältungsbeschwerden. Wir hoffen sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr euch generell für Heilpflanzen und Heilkräuter interessiert, empfehlen wir euch auf keinen Fall, unsere anderen Videos zu dem Thema zu verpassen. Hier behandeln wir die verschiedensten Heilkräuter von A bis Z. Und damit ihr auch wirklich kein Video verpasst, solltet ihr diesen Channel natürlich abonnieren. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.